Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Corborn hier auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, in der letzten Folge haben wir zum ersten Mal Banditen getroffen. Die haben uns zweimal gehörig den Arsch versohlt. Daran will ich mich in dieser Folge rächen. Und die Vorbereitungen laufen. Insofern, ich wollte mich vielleicht noch minimal besser ausrüsten. Was wir bisher gemacht haben, ist noch mal ein bisschen Heilung nachgeholt. Moment, Inventar. Und hier dieses reguläre Elixier des Angriffs. Ich hoffe mal, das verschafft mir den nötigen Vorteil nachher im Kampf gegen die Banditen. Und ich will mich noch ein bisschen, ich will meine Ausrüstung vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Ich habe hier Lederstiefel, Lederharnisch. Den Lederharnisch behalte ich auf jeden Fall mal. Ich will als nächstes vielleicht mal eine Lederhose anschauen. Die ist nicht allzu schwer herzustellen. Ja, wir brauchen nur Leinen und Leder. Wenn vielleicht Leinen brauche ich Lachs. Und Leder habe ich, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Wie viel haben wir denn hier auf Tasche davon? Hier, okay. Also das reicht für eine Hose. Und Flachs haben wir hier auch. Ja, dann stellen wir die doch direkt mal her. Das natürliche Öl habe ich letzte Folge schon ein bisschen gesammelt. Allerdings fällt mir gerade ein, wollte ich das eigentlich für so einen Heiltrank. Wo sind denn die Heiltränke? Ich habe das letzte Mal Alchemie. Ah, wir können hier ja auch filtern. Okay. Das letzte Mal Alchemie freigeschaltet, aber ich sehe jetzt gerade. Ah, doch, da war er doch. Hier, winziger Heiltrank. Ah, die Rueberries. Da hat es an den Rueberries gefehlt. Naja. Dann bleibt das wohl noch ein bisschen in. Liegt das noch ein bisschen in der Ferne? Wir schauen uns jetzt mal die Lederhosen an. Was die denn bringen, die Werte sieht man leider erst immer, wenn man es hergestellt hat. Und dann kann man hier mal schauen. 16.851. 15.941. Ja. Kritische Treffer sind mir erstmal egal, die Ausdauer. Ah. Okay. Kritische Treffer 9. Kritische Treffer 16. Ausdauer 8. Ausdauer 15. An der Ausdauer hat es mir aber bisher immer ein bisschen gemangelt. Da will ich als nächstes vielleicht nochmal die Stoffschuhe anschauen, ob die mir ein bisschen Ausdauer mehr geben. Rüstung 5. Rüstung 7, Rüstung 3. Hm. Okay. Weil die Stoffstiefel, komischerweise, ich weiß nicht, ob das eine Verwechslung war von den Entwicklern. Oder warum hier die Lederstiefel bei der Stoffrüstung als erstes zu lernen waren und herzustellen waren am Anfang schon. Und hier die Stoffstiefel praktisch erst mit der Lederrüstung zusammenkommen. Vielleicht sind die ja tatsächlich irgendwie besser. Die können wir aber gleich mal anschauen. Hier natürlich auch noch. Ah, ich hätte mir vielleicht lieber mal Lederstulpen machen sollen. Dann suchen wir uns jetzt einfach mal ein Terrarium und hoffen, dass wir noch ein bisschen Leder finden davon. Da oben sind ja normalerweise gleich welche um die Ecke. Dann können wir uns mal wenigstens ein bisschen was an die Arme anziehen. Das dürfte ja eigentlich nur Positives bringen, weil wir ja sonst erstmal gar nichts ausgerüstet haben. Na, wo bist du? Hier leuchte doch normalerweise immer eins rum. Nicht weit von hier. Und dann schauen wir nochmal, ob wir wirklich die Lederhose anlassen oder die Stoffhose wieder anziehen, weil es mir wirklich, also kritische Treffer hin oder her, mir hat es eigentlich eher meistens an Ausdauer eher gemangelt. Schauen wir vielleicht eher nochmal was die Stoffschuhe bringen. Ob die sehr viel mehr Ausdauer bringen oder
ein mysteriöser Beutel hat es auch mitgegeben gleich. Sollen wir das auch noch legen? Ja, komm. Da haben wir gleich ein bisschen Leder auf Flasche. Die Terravias sind aber schnell beim Spawnen. Verdammt schnell. Okay, Jagen aufgelevelt. Das sind schon mal Good News. Kann ich die Schulden denn hier einfach? Ja, kann ich machen. Dann machen wir die doch. Dann müssen wir uns halt auf jeden Fall auch nochmal auf die Suche nach Öl machen. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Okay, kritische Treffer 11 wieder. Angriff 7, Rüstung 2. Okay, die bringen gar keine Ausdauer. Aber mehr Angriff. Und mehr kritische Treffer. Dann bin ich doch eher gewillt, wahrscheinlich hier die Stockhose anzulassen. Rüstung plus 5. Die hat halt gar keine Rüstung wiederum. Hm. Schauen wir mal, was hier in dem Beutel noch drin ist. Ja, Leichtholzklinge, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ein Helm? Helm habe ich jetzt, glaube ich, aber noch nicht freigeschaltet. Schönes Lederhammer, Lehm haben wir, glaube ich, auch. Und dann können wir nochmal Leinen herstellen. Dann schauen wir mal, was die Schuhe noch bringen, die Stoffschuhe. Aber so eine Art Helm, weiß nicht. Müssen wir wohl noch ein bisschen mehr aufleveln, mehr Rezepte freischalten. Oder vielleicht welche irgendwo finden. Oder halt die Rezepte dafür irgendwo finden. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber dazu müssen wir noch weiter rumrennen. Ich habe auch schon gebratene Jibcups gemacht offscreen. 10 Stück haben wir jetzt hier einlagern. Hier. Brauche noch weitere 10, um noch so ein Kristall hier fürs nächste Stadtlevel ab reinzuholen. Machen wir dann auch bei Zeiten. Leinen herstellen und Lehm war das, ne? Bis jetzt nicht unbedingt. Stoffstulpen, Stoffstiefel hier. Ah, dünnes Leder war es noch, genau. So. Dann schauen wir mal. Hier sind die. Ausdauer 11, ja. Ausdauer 6, Ausdauer 11, kritische Treffer 6, kritische Treffer 12. Okay, das ist eigentlich fast getauscht. Rüstung 3. Keine Rüstung, aber Angriff 4. Und Kälteresistenz jeweils 1. Hm. Weiß nicht, was verliere ich denn hier nochmal an Ausdauer 8? Ausdauer, verliere ich 7 an Ausdauer. Hier würde ich aber 5 dazu bekommen. Naja. Sollen wir mal das probieren? Die Lederhosen anziehen. Und die Stoffstiefel. Lasse ich die Sachen erstmal nochmal hier. Die werden wir wahrscheinlich früher oder später wieder wegwerfen oder verwerten oder keine Ahnung. Aber ich fühle mich so. Die sehen auch irgendwie schön aus, die Stoffstiefel. Ich glaube, die haben sie bei der Benennung etwas verwechselt. Oder irgendwas haben die auf jeden Fall verwechselt dabei. Denke ich. Keine Ahnung. Also, ich könnte mich auch irren. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, wir haben 18 von diesen Bandagen oder wie das. Ja, Bandagen sind es. Den können wir mal hier reinlegen. Ein Gegengift, ja, wer weiß, auf was wir noch treffen. Den Rest lege ich mal wieder ab. Ah, hier. Ich habe es gerade verwechselt. Ich dachte, mein Inventar wäre in der Mitte und. Ah. So.
Können wir die auch noch... Nein! Hä? Warum hast du es jetzt zugemacht? Okay. Leinen, das Fleisch mit dem Hammer. Ja, die Leinen lagen wir auch rein. Hier unten beim Leder. Da passt es doch hin. Und dann schauen wir mal. Immer noch, die Langzeitziele waren Smaragd zu finden. Für die... Für was denn eigentlich nochmal? Für die ungewöhnlichen Stiefel, die ich hier irgendwo mal... Hier, die hier. Irgendwann könnte man vielleicht dann auch mal gucken, wo man nicht Federfüllung... Kann ich denn... Okay, Federfüllung brauchen wir wie viel? 2. Also 4 Federn. Wie viel habe ich? Habe ich überhaupt schon welche? Ja, 14 sogar. Okay. Sollen wir uns dann vielleicht sogar schon die Metallrüstung craften? Eisenbahn. Ja, da müssen wir halt noch ein bisschen... Leinen sind ja kein Problem, aber Eisenbahn... Müssen wir 12 Eisenerz sammeln und 6 Kohle, mindestens. Schauen wir doch mal, was wir hier in der unmittelbaren Nähe hier finden. Genau hier oben weiß ich, dass zumindest mal eine Eisenerzader irgendwo ist. Und auch Kohle. Genau, nämlich hier. Na. Komm schon. So, das ist jetzt ein Witz. Jawohl. Hier sogar schon? Okay. Also Kohle haben wir sogar fast schon voll. Noch ein. Hier haben wir doch schon das nächste irgendwo normalerweise. Ab und zu wartet, liegt hier eins rum. Aber nein. Nicht in diesem Fall natürlich. Aber hier ist schon mal Eisenerz. Oh, wenn wir hier pro Ader nur 3 kriegen. Müsste eigentlich, hier war immer noch ab und zu mal eine. Aber scheinen wir jetzt nicht so viel Glück gehabt zu haben. Gehört auch zu den selteneren Rohstoffen, die man... Oh ne, bitte nicht festzacken. Okay. Mann. Viel zu schnell wird es hier dunkel. Gerade ist die Folge angefangen, schon wieder Nacht, ne? Hier oben bei dem Stein war ab und zu auch mal noch was. Bei dem Stein hier mitten auf dem Berg, wo unser erster Nachbar gebaut hatte. War das der hier? Nee. Doch? Nee. Auf jeden Fall ist hier nichts. Aber ich habe auch den da gemeint. Okay, die sind aggressiv. Überraschend eigentlich. Ich dachte, die sind... Aber die Nachtviecher sind mir wirklich immer noch ein bisschen zu gefährlich. Solange wir die Banditen nämlich noch nicht packen, brauchen wir mit den Nachttieren gar nicht erst anfangen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Eisenerz. 9 Stück. Oh, die sind aber auch... Haben sie die aggressiver gemacht, oder? Vor allem mehr. Jetzt sind nur noch diese leuchtenden Fadewirse unterwegs. Anstatt normale. Manchmal war es wenigstens noch ein bisschen gemischt. Der hier hätte wenigstens kein Rudelverhalten, ne? Der würde keine anderen triggern, aber die haben harte Angriffe. Sind aber auch irgendwann mal erschöpft. Soll ich mir so einen mal vornehmen? Komm, wir probieren das mal. Oh Mann.
Jetzt habe ich seine Ruhephase. Mann. Okay, wenigstens die packen wir. Kriegen aber ein Stück mehr, wie wenn wir die Lebenden umbringen. Wäre auch ein bisschen netter, wenn man da besseres oder anderes Loot kriegen würde für. Okay, Kohle haben wir sogar schon ein bisschen was einliegen. Ich würde mal die gecrafteten Materialien woanders reinlegen. Hier sind wirklich nur Rohstoffe. Hätte ich jetzt mal so geplant. Wir schauen, was... Ein Brustzahn, das haben wir doch schon, oder? Ja. Vielen Dank. So. Genau. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch 9 Eisenerz für den Brustharnisch. Für den gewöhnlichen. Was können wir denn sonst noch hier jetzt vorbereiten? Ich habe Kochen aufgelevelt, offscreen. Also das war wirklich keine... Da habe ich nur wirklich die 10 gegrillten Jib Cups da gemacht. Machen wir doch auch mal fertig. Ja, ich habe die 10 gegrillten Jib Cups gemacht und dann ja, war mein Kochen-Level-Skill aufgelevelt. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen mehr zu. Vorhin war es nur bis hier, was ich craften konnte an der Station. Jetzt habe ich das hier auch noch freigeschalten. Gefiltertes Wasser. Wir haben noch gar keinen. Okay. Noch nie getrunken hier in dem Spiel, fällt mir gerade ein. Ich bin immer nur durchs Wasser gelaufen, also unterm Wasserspiegel hergelaufen. So. Und ansonsten... Weiß ich nicht, soll ich mich schon trauen mit den... Geht meine Rüstung eigentlich auch kaputt? Aber soll ich mich schon trauen, mit den Dudes aus... mit den Wegelagerern zu streiten? Kann ich denn mal schauen, was hier meine allgemeinen Stats sind? Ja genau, Angriff 164, kritische Treffer, 108. Rüstung 140, Leben 111. Leben könnte ich auch ein bisschen mehr gebrauchen, ehrlich gesagt. Rüstungspenetration, das kommt von meinem Schwert. 130 ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht mit der Klinge hier. Ja, mehr als 100. Maximale Ausdauer 400. Ah, maximale Gesundheit. Was ist der Unterschied zwischen... Meine maximale... Okay, Leben 111 macht maximale Lebenspunkte 1114. Weird. Aber okay. Jetzt wird es wieder Tag. Ich bin wirklich am Überlegen, ob wir uns nochmal die Banditen antun. Mit dem minimalen Upgrade, das wir bisher haben. Schauen wir doch mal. Warum nicht? Jetzt sind noch ein paar Nachtkreaturen unterwegs. Ich hoffe, das legt sich gleich. Wir schauen hier auf dem Weg zu den Banditen nochmal noch ein bisschen Eisenerz. Kohle haben wir hier auf jeden Fall nochmal, obwohl das ja jetzt eigentlich erstmal reicht, was wir haben im Hideout bzw. in der Base. Tatsächlich mal kurz umdisponieren. Ich will das hier auf 1 legen und die auf 3, weil ich hier schneller hinkomme, merke ich gerade, ohne hinzugucken.
Also mit hingucken merke ich es gerade, ohne hinzugucken drücke ich automatisch auf die 3, wenn ich nur den Zeigefinger hochbewege. Ja, Essen ist halb so wild. Aber die Heilung über Zeit, die uns die Bandagen geben, die ist tatsächlich wichtig während dem Kampf. Hier ist einfach ein Pferd vom Himmel gefallen, irgendwo zwischendrin kurz. Nett. Ach ja, und auf dem Weg warten wieder ganz nette zwei Pferdchen auf uns, die uns im hohen Schlamm auflaufen lassen wollen. Aber davon können wir meistens ein bisschen abbauen, weil die kriege ich gar nicht so schnell umgelegt, wie sie nachspawnen tatsächlich. Hier, die hier. Ah, da ist sogar momentan nur eins da. Ah, ne. Das andere hat sich versteckt. Das hat von den Wegelagerern gelernt. Auch süß. Da oben sind aber auch noch mehr. Wir müssen da echt aufpassen, dass wir die nicht... dass wir denen nicht in den Weg latschen und die auch noch auf uns ziehen. Die sind nämlich ganz gemein. Die gehen auch nur auf uns. Die gehen nicht auf die Banditen drauf. So, und jetzt wollen wir doch mal sehen. Jetzt nehmen wir hier unseren Trank des Angriffs. Vielleicht können wir den hier... Oh, das war... Oh, diese Vierecksangriffe, das war schnell. Den Trank hätte ich erstmal sparen sollen. Diese Angriffe, mit denen sie dieses Viereck vor sich haben, das sind wirklich... Das sind krasse Angriffe, habe ich das Gefühl. Die machen richtig Schaden. Ich hätte direkt meine Heilung, meine Bandagen anziehen sollen. Direkt von Anfang an. Es ist auch ein bisschen unfair, ne? Immer gleich zu dritt. Einer wirft von Weitem immer ein bisschen Gift rein. Zum Glück haben wir da auch noch ein bisschen was. Ein bisschen Gegengift auf Tasche. Das letzte Mal haben wir mit ein bisschen Übung einen hingekriegt. Das ist, wenn ihr es vielleicht bei meinen Klamotten... Ja, die seht ihr nicht so sehr, aber... Vielleicht merkt ihr es, dass der letzte Versuch gestern war. Also bei mir hier ein Tag her ist. Und jetzt muss man erstmal wieder reinkommen. Ich habe noch, außer jetzt dem Nacht-Fade-Wir, habe ich sonst noch nichts bekämpft hier gerade, heute. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Vor allem vergesse ich bei den Banditen immer wieder Q zu verwenden ab und zu mal. Ich habe auch echt Probleme, den ihren Rundumschlägen auszuweichen. Oder allgemein. Mit dem Ausweichen muss ich noch ein bisschen besser... Das muss ich einfach nochmal üben. Mit meinem kleinen Finger komme ich nicht so... Boah! Okay, da bin ich jetzt... Wieso kann ich denn? Na komm. Ja, manchmal lässt es mich hier springen, manchmal nicht. Das ist ein bisschen... Natürliche Öl hätte ich eigentlich gebraucht. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht sofort wieder verliere mit den Wegelagerern. Vielleicht kann ich auch einen pullen. Und die anderen erstmal stehen lassen. Mein Hammer, den will ich halt eigentlich behalten, ne? Und jetzt haben die halt Fernkampfangriffe, ne? Und ich nicht. Wo ist denn der dritte? Der versteckt sich... Ah, hier. Versteckt sich anfangs immer noch ein bisschen. Ja, genau. Ah, die kommen aber auch alle drei immer direkt zusammen. Er hat sogar jetzt vorhergesehen, wo ich hinlaufe. Bevor er mir einen reinknödelt, ne?
muss man mit ein bisschen Bedacht angehen hier. Am Anfang zumindest noch. Jawohl. Einen haben wir hingekriegt. Ah, die gehen jetzt erstmal hier auf das arme Viech. Ah! Da hat man das schön einen mitgegeben, ne? Vielleicht kann ich die nochmal erstmal auf die Fadewears hier locken, ja. Gehen sie nämlich erstmal da drauf. Ah nein! Oh, das war wieder ein harter Schlag. Muss ich aufpassen. Wo ist denn der dritte jetzt hin? Jetzt ist wieder nur er. Der andere, der lauert mir doch gleich wieder auf. Oh, der ist schnell. Oh, oh, oh. Zum Glück habe ich dem jetzt seinen Angriff gerade unterbrochen. Jawohl. Nummer 2. Sehr schön. Okay, wenn man da ein bisschen Pause zum Heilen einnimmt zwischen jedem, dann geht es. Aber wenn da immer alle drei auf einmal kommen, das ist immer ein bisschen unfair. Aber wo ist jetzt auch der letzte hin? Ist der gerade von denen hier gesnackt worden? Oder... einfach despawned. Ne, hier liegt er auch nicht drin. Komisch. Ah, der ist einfach da oben wieder selber. Ah, wirklich? Die sind jetzt einfach nachgespawnt direkt? Okay, das ist hart. Also, das heißt hart, aber... Vor allem droppen die auch nichts Berauschendes. Die werfen nur ein bisschen winziges Gegengift ab. Das finde ich leider schade. Meint ihr, ich kann die auch auf gegen die Pferde kämpfen lassen? Dass wir noch mal Heilung reinschmeißen. Dann gucken wir mal. Ja, der eine, der wirft immer direkt wieder so ein Ding. Ich will hier den Kleber mitnehmen. Oder sind die jetzt praktisch, weil ich nicht alle drei gekillt habe, sind die jetzt deswegen wieder hier? Aber ich glaube weniger, weil alle anderen spawnen auch direkt wieder nach. Oh, alles rennt mir hinterher und will mich killen. Das finde ich ja ein bisschen gemein. Gegen die Dinos traue ich mich auf jeden Fall auch noch nicht. In meinem aktuellen... Also dort müsste ich eigentlich ein bisschen Holz herkriegen. Ja, hier über die Brücke, das scheint anderes Gebiet zu sein von anderen Wegelagerern. Finde ich gut. Wobei mir jetzt wahrscheinlich... Oh, da schwebt eins in der Luft. Habt ihr gesehen da hinten? Das ist jetzt aber auch wieder gerade despawned. Okay. Ja, das hat mich jetzt aber auch schon wieder 6 Bandagen gekostet. Das ganze Vorhaben. Die 2 Versuche. Aber ich verbuchte sie jetzt mal als Win. Mit den... Ah ja, hier sind nämlich schon wieder die Nächsten. Ist das... Ist der alleine? Mit einem alleine würde ich es aufnehmen. Ganz ehrlich. Ah ne. Natürlich nicht. Ach Gott. Okay. Deswegen haben die anderen abgedreht. Mal schauen, ob die mich hier... Kann ich den Baum fällen? Oder brauche ich... Ja. Ah, hier kriege ich Knorrholz her. Okay. Ich brauche aber Kernholz. Man kann die auch ein bisschen umgehen, scheinbar zumindest. Oder? Ja, ich habe die jetzt nicht getriggert. Das wären aber sogar nur 2. Nur. Aber der eine sieht schon richtig kampfwütig aus. Wir nehmen hier wieder Jib Cups mit. Ich will die anderen 10 auch noch voll machen. Also die 20 voll machen. Wir brauchen noch mal 10. Das heißt insgesamt 30 Jib Cups. Um noch mal 10 herzustellen. Ja, Knorrholz ist jetzt nicht das Holz, das ich gesucht habe, aber vielleicht können wir das schön tauschen gegen
in Kernholz in Korheim. Da gehen wir nämlich nachher mal hin und schauen mal, was ich mir, ob ich mir irgendwas. Feines Harz brauchen wir auch für irgendwas. Gehen wir mal nach Korheim und schauen mal, was ich so eintauschen kann für meine besonderen Rüstungsteile. Kernholz. Aus welchen Bäumen kriege ich Kernholz her? Wenn ihr es wisst, meine Freunde, dann lasst es mich wissen in den Kommis unten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Tipps gebt. Oder allgemein Dinge wisst, die ich nicht weiß. Oder Neuerungen aus diesem Update, die ich noch nicht bedacht habe. Wäre schön, wenn ihr die anderen wissen lasst, was man hier nicht sowieso sieht. Die Musik lässt schönes vermuten, ne? Es ist auch ein schönes Fleckchen Erde hier mit den Tümpeln und so ein bisschen, aber ich glaube, hier sind auch wirklich gemeine Tierchen unterwegs in dem Ding. Ah! Ein Haydeer, aber anders. Cool. Ein Grasdeer in dem Fall oder so. Okay, kann man hier eigentlich auch bauen in dem Wald? Wir nehmen noch ein bisschen Knorrholz mit. Dann versuchen wir uns wieder zurückzustehen, ohne zu sterben. Ja, hier wird es nämlich gefährlicher wieder. So wie es aussieht. Hier kommt doch, das ist doch der Typ, der mir sagt, oh, geh nicht dahin, hier ist alles. Ja, genau. Aquakin, the ones who tempered with aqua after stealing it from the children of the source, driven mad by the influence of the power which they can never yield, turning to star god, hoping to access what was never meant to be theirs. I wouldn't be surprised if they had one of their lairs over in that forest. The wind coming from that direction tastes weird and aquakin-y. Not telling you what to do, but if ja, okay, es reicht. Du hast mich gewarnt, ich soll da nicht lang gehen, dann gehen wir da auch nicht lang. Da oben sind schon wieder die nächsten Banditen. Okay, also so selten sind die gar nicht anzutreffen. Tatsächlich. Wie es ausschaut. Nehm mal noch so viel Knorrholz mit, wie ich tragen kann. Oder also jetzt nicht unsäglich viel. Aber da wir hier auch dieses feine Harz haben, können wir das vielleicht auch eintauschen oder weiter verarbeiten in veredeltes Harz. Das brauchen wir nämlich dann auch irgendwann mal für meine Parierstange, die besondere. Wobei es mich dann da auch schon wieder reizt, wenn wir die ungewöhnliche Parierstange herstellen. Dass es mich dann, dass ich dann die normale Parierstange auch mal herstelle. Einfach nur zum Vergleichen von den Werten. Mal schauen, ob die mich jetzt wieder vorbeilassen. Und? Ja, okay. Meinen wir ja auch halb so schlimm. Wir kommen ja, bis jetzt können wir wenigstens mal davonrennen. Das haben sie immerhin uns überlassen. Wenn wir schon am Anfang noch so gut wie nichts niederstrecken können. Weiß aber auch nicht, ob das wirklich nur an meinem Skill liegt oder ob das doch naja, schaut mal. Wir kämpfen hier gegen die Nachtviecher. Dann sind sie schön beschäftigt. Das finde ich gut. Ja, oder ob das an meinem Skill liegt oder ob das wirklich einfach zu wenig ist an Ausrüstung, was wir hier am Anfang haben. Ich habe hier bei jedem Licht jetzt Angst, dass das irgendwelche Banditen wären. Oh, hier kommen wir hoffentlich gut vorbei. Bitte lass mich. Oh, nee. Ja. Es lässt mich nie springen in dem Ding. Manchmal kann man da ein bisschen wegspringen und den Angriffen dodgen oder ausweichen. Aber oft bleibt man da einfach stecken. Aber ja, alles in allem kriegen wir die ja auch gelegt. Das haben wir ja in der letzten Folge gesehen. Nur spawnen die zu schnell nach. Was gut fürs Farmen ist natürlich, wenn man die Materialien von denen braucht.
Wofür ich aber jetzt noch keine... Ich glaube, die haben dickes Leder abgegeben oder sowas ähnliches. Dafür haben wir jetzt noch keine Rezepte freigeschaltet. Bis jetzt. Okay, wir frieren schon wieder. Also die Kälteresistenz hier ist noch nicht stark genug mit unserer Lederrüstung. Was ich verstehen kann. Ich friere in Lederhosen auch. Wenn es kalt genug ist und regnet. Ja, hier die Mondsteine, die nehmen wir wieder mit. Ich habe schon gesehen, in dem Update irgendwann Richtung Ende kann man auch ein Mondsteinschwert herstellen. Das muss bestimmt auch gut reinhauen. Genau. Dann sind wir schön über die Nacht wieder hier. Können mal wieder alles einlagern. Mal schauen, das Knorholz. Was mal aus dem... Nee, Knorholz? Doch, oder was habe ich jetzt eingesammelt? Ja, Knorholz. Was man daraus so herstellen kann. Dann schauen wir auch mal in die Beutel rein. Ungewöhnliche Knorholz-Barrierstange. Okay, vielleicht stellen wir dann auch einfach die her. Bauholz. Ach, da brauchen wir jetzt wieder Dornholz dafür. Wo kriege ich Dornholz her? Da muss ich bestimmt ins Wintergebiet, wofür wir dann Fell brauchen. Dunkelholz hierfür. Hier, die können wir herstellen. Ein Griff aus Knorholz. Machen wir doch einfach mal, oder? Einfach um auszufinden, was daran besser ist. Ja, dann machen wir das erst, bevor ich hier... Nee, verdammt. Die Holzbearbeitungswerkbank haben wir nämlich hier. Gewöhnlicher Knorholzgriff. Ja, dann mach doch mal. Gut. Jetzt aber die Waffenbearbeitungsbank haben wir oben hingestellt. Dafür bearbeiten. Ja. Achso, wir müssen das Schwert erstmal ins Inventar ziehen. Dann können wir hier nämlich so machen. Stark Flamberger der Tapferkeit. Demontieren. So, Waffe zusammenbauen. Gewöhnlicher Eisengriff. Ach. Stimmt, ich dachte, ich habe eine Eisenparierstange. Rüstung 19, Angriff 11, kritische Treffer 7. Rüstung keine. Ausdauer 11, Angriff 8, kritische Treffer 18. Ja, aber kritische Treffer habe ich, ehrlich gesagt, habe ich kritische Treffer genug. Ich will... In dem Fall eine Steinparierstange hat man, genau. Ja, vielleicht werden wir die ungewöhnliche finden, weil noch bin ich mit meinem Schwert eigentlich ziemlich zufrieden. Finde ich okay. Aber die. Na. Diesen Griff. Weiß gar nicht, sollen wir den einlagern? Ja, wir haben immerhin auch. Dann nochmal. Dann bräuchte man eigentlich nur noch eine. Heft oder eine Parierstange herstellen. So. Knorholz. La la la. Eine Harz, Pilzleder, ja. Wir brauchen noch 20 Chipcups. Ja, ich sehe mich schon, ich muss eine neue Kiste bauen. Beziehungsweise ich könnte eigentlich oben mal für die Essensdinger. Genau, wir nehmen jetzt Essen mal mit hoch. Alles zum Kochen.
Leber wäre ja. Nee, ist Rohmaterial, ja. Wir machen oben noch eine Kiste für. Was brauche ich denn dafür? Für Sachen. Ah. Sorry, Leute. Hammer. Na? Ach so. Der Slot ist speziell nur für die Waffe da. So, dann schauen wir nochmal. Pisten. Muss man jetzt auch erst platzieren, bevor man in Erfahrung bekommt, wie viel die verbraucht. Auch speziell. Aber okay. Ja, okay. Ein bisschen Kleber. Wenn wir hier mal das Futter reinwerfen. 12 Pilze. Dortnüsse. Dummquatsch oder so habe ich doch auch irgendwo. Getreide ist doch bestimmt auch zum Kochen. Fleischreste, jawohl. Okay. Hier, wo waren die? Habe ich die irgendwann mal zerstört wahrscheinlich? Eines Harz nur 3. Äste braucht man jetzt nicht unbedingt einlagern. Das ist auch nicht so schlimm, falls ich die verliere. Pilzleder haben wir zum Glück hier schon im Stack. Und dann. Hm. Ah, hier sind die Plumquats. Plumquats. Dukeshead. Können wir eigentlich auch. Die Pilze, ne? Können wir auch oben einlagern. Hier die normalen. Okay, dann haben wir jetzt immerhin schon mal den Banditen gezeigt, wo es lang geht. Und ja, daraus praktisch eine Special-Folge mit Überlänge gemacht. Finde ich auch nicht so schlecht. Aber okay, alles nur für euch. Ja, was guckst du so? Ja, ich beende jetzt. Genau. Ja, aber nur für jetzt. Die nächste Folge kommt ja bald. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr seid nicht so ungeduldig wie der Kollege da hinten. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.